Der örtliche Tourismusverein oder eine Ferienregion kann schon noch eine Rolle spielen bezüglich Online-Marketing. Ganz einfach, weil wir darum bemüht sind, als Destination unsere Angebote zu bündeln und auch bei uns auf den Internetseiten einzustellen. Es gibt Buchungssysteme, die dann zum Beispiel mit Hotel.de oder HRS entsprechend verknüpft sind. Also wir haben da sehr wohl einen Einfluss und wollen auch unsere Anbieter darin führen, dass sie einfach vermehrt online buchbar sind. Allgäu oder die Destination Allgäu, wir haben schon 2,5 Millionen Besucher auf unseren Webseiten und wir wissen, dass wir entsprechend interessant sein müssen, um auch den Besucher immer wieder nicht nur anzulocken, sondern auch dann ihn schnell die Information finden lassen. Also haben wir unser Internet immer wieder regelmäßig Prüfungen unterzogen, es wird jedes Mal neu aufgelegt, relaunched. Und wir bieten auch für unsere Gastgeber, dass sie eben dem Gast, der auf die Internetseite kommt, entsprechende Hilfen an Schulungen zum Beispiel sagen, wie wird euer Betrieb schnell gefunden, stellt eure Online-Buchungen klar, zeigt an, wie ihr belegt sind. All das geben wir schon als Entscheidungshilfe für unsere Gastgeber an und das findet sich auf unseren Seiten wieder. Einige unserer Hotels sind schon bewertet, die entschließen sich natürlich freiwillig, dem beizuwohnen und daran teilzuhaben. Wir halten uns aber aus dieser Bewertung jetzt erstmal offiziell raus. Es gibt es natürlich und halten uns aber als Destination da heraus. Nach dem, was wir hören, es ist unterschiedlich. Ich als Gast mag vielleicht hergehen und sagen, hey, das ist ein gutes Kriterium. Wenn ich sehe, der hat schon 4 oder 4,5 Sterne bekommen oder hat ganz gute Bewertungen bekommen. Ich weiß aber auch, dass manche Anbieter unter Umständen nicht ganz so seriös arbeiten, sodass das ganze System als solches, das ist ja gut, dann wieder einen kleinen negativen Beigeschmack bekommt. Ansonsten, Sie wissen es vielleicht, der Urlauber reagiert sehr wohl auf persönliche Empfehlungen und was andere so sagen. Und insofern ist das natürlich so eine Buchungs- oder eine Bewertungsaktion schon interessant. Also wir haben natürlich auf unseren Seiten Facebook und Twitter und wir bemühen uns, dass wir diese neuen Social Network bedienen, die ganzen Medien. Und wir wissen auch, die jungen Leute oder es gibt entsprechend Gruppen, die das machen und auch nutzen. Also das beste Beispiel sind zum Beispiel meine Kinder oder mein Sohn, die dann sagen, hey Mama, schau, ich habe es schon mal eingestellt oder hey, das war echt cool und ich mache das und ich gebe das weiter. Also es wird schon genutzt und wir bemühen uns auch aktiv darum.